Unser Job, den Müll der Wienerinnen und Wiener zu verbrennen. Aber damals hat ein Großbrand, ausgelöst durch unsachgemäß durchgeführte Abflammarbeiten da am Dachau, dazu geführt, dass die Spittelau innerhalb von wenigen Minuten ein Raub der Flammen wurde. Wir hatten großes Glück, da muss ich auf Holz klopfen, denn es gab weder Tote noch Verletzte. Aber ein großes Problem, denn wir konnten hier in der Spittelau für mehr als 2,5 Jahre keinen Müll verbrennen. Was glaubt ihr, haben wir in dieser Zeit mit dem Müll der Wienerinnen und Wiener getan? Hm? Was glaubst du? Hm? Die Erde? Ja, wir haben es wohin gebracht, wo die Erde ist. Wie heißen diese Plätze, wo man früher Müll hingebracht hat? Genau. Ja, so ähnlich. Müllte. Richtig. Wir haben es auf die Mülldeponie am Rautenweg gebracht. Das ist die einzige noch verbliebene Hausmülldeponie, die es in Wien gibt. Zur Gänze auf Wiener Stadtgebiet, am Rande der Stadt, im 22. Bezirk. Riesig. 60 Hektar. Bitte 60 Hektar. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man nicht unbedingt der Architekt oder Landwirt ist. Das sind ungefähr 60 Fußballstadien. Riesig. Das ist ein Foto aus dieser Zeit, als die Müllsammelfahrzeuge der M48 dorthin fahren mussten. Und jedes Fahrzeug hat dort ungefähr 5 Tonnen Müll abgekippt. Glaubt ihr, war das gescheit, den Müll dort einfach hinzukippen? Was könnte da passieren? Giftgas. Ja, richtig, es entsteht ein Gas. Wenn Müll verrottet, entsteht ein Gas. Wir nennen das dort das Deponiegas. Das ist eine Mischung aus Methangas, das stinkt furchtbar, und Kohlendioxid. Ja. Und diese Mischung, die steigt auf der auf. Ja. Die steigt in unsere Atmosphäre auf und trägt dazu bei, dass diese wichtige Schicht da oben, die uns vor den Sonnenstrahlen schützt, immer mehr Löcher gibt. Wie heißt denn die? Die Ofen. Sehr gut. Die Ozonschicht, richtig. Ein Maler träumt von Wänden auf den Dächern, von einer schönen Architektur, in der der Mensch wirklich frei ist, in der er die Möglichkeit hat, sich wie die ihm umgebende Vegetation spontan zu entfalten. Hundertwassers architektonische Werke sind Beispiele für eine natur- und menschengerechtere Architektur in Harmonie mit der individuellen Kreativität des Menschen. Die Natur. Klar, und da hat dort der Mensch, der Architekt, für eine riesige Verantwortung. Ein Bild, eine Musik oder ein Buch kann man zur Hand nehmen, anhören, anschauen und alles beiseite legen. Es hat nicht diesen ständigen Impact. Architektur betrifft alle. Nicht nur Künstler, sondern auch die einfachen Menschen, alle. Auch Tiere, auch Pflanzen. Sind in seinen Bauten beispielhaft realisiert. Vielfalt statt Monotonie, Aufbrechen des Rastersystems, organische Formen und unregelmäßige Skyline, Nährung der Natur durch Bewahrung der Dächer, leuchtende Baukeramik und Säulen. Ob Kirche, Wohnhaus, Museum, Autobahnstation oder wie hier das Fernwärmewerk Spittelau. Seine Signale sind unverkennbar. Unterscheidet sich die Architektur eines Industriebaus von anderen Bauaufgaben? Natürlich, ein Industriebau unterscheidet sich grundsätzlich von einem Wohnbau. Die Industrie hat
an anderen Materialien, Stahl, Email, Glas, gehen Rohbauart mehr, Holz, Ziegel. Diese haben Architekten und Designer es rundweg abgelehnt, sich damit zu beschmutzen, Industriebauten zu gestalten und zu verschönern. Dabei wäre es doch gerade die Pflicht und die Verantwortung des Architekten, sich gerade dieser Industriezonen anzunehmen, die flächenmäßig noch größer sind als die bewohnten Gebiete in einer Stadt. Wir werden noch Millionen Jahre mit Zweckbauten leben müssen. Gerade zur Kaiserzeit hatten die Architekten noch ein Gewissen und die Industriebauten aus dieser Zeit waren sehr hohe Kunstwerke. Man schaut noch die Gasometer in Simmering, die Stadtbahnstationen von Otto Wagner. Und dann eines Tages hieß es, nein, Dinge, die einen Zweck erfüllen, müssen hässlich sein. Schönheit, Romantik ist abzulehnen. Und das ist natürlich eine völlig perverse Argumentation, der aber die Architekten und scheinbar auch scheinbar intelligente Leute auch erleben. Das Fernwärmewerk Spittelau wurde 1971 errichtet. Gleichzeitig baute man eine Müllverbrennungsanlage, deren Energieinhalt für die Strom- und Fernwärmeversorgung genutzt wurde. Das Fernwärmewerk in seiner ursprünglichen Gestalt, ein aggressiver Zweckbau aus Beton und Stahl. 15. Mai 1987. Ein Großbrand zerstört das Fernwärmewerk. Bei den notwendigen Instandsetzungsarbeiten rüstete man die Müllverbrennungsanlage mit der modernsten und wirkungsvollsten Rauchgasreinigungsanlage Europas aus. Und Hundertwasser konnte gewonnen werden, die architektonische Umgestaltung zu übernehmen. Die optische Umweltverschmutzung durch deprimierende, aggressive Bauten ist die gefährlichste. Sie verletzt die Würde des Menschen. Am Beispiel des Fernwärmewerks Spittelau erbringt Hundertwasser den Beweis, dass statt rationeller, unpersönlicher Architektur ein schöpferischer Geist im Einklang mit der Natur zum Leben erweckt werden kann. Die typisch geformten Säulen, von Sponsoren ermöglicht, haben nicht nur tragende Funktion. Bei diesen Säulen fühlt man sich auch wohl, wie neben einem Baum. Keramik und Email. Durch das unregelmäßige Schachbrettmuster der Trapezbleche und durch die exzentrische Verteilung der unterschiedlich großen, verschiedenfarbig reflektierenden Fenster mit den organisch geformten Protuberanzen aus Keramik und Email wurde dem Fernwärmewerk die aggressive Bedrohlichkeit genommen. Es ist mir gelungen, einen riesigen Industriekomplexbau wie ein Fernheitswerk und Verbrennungsanlage eben zu einer Art Fata Morgana zu machen, weil vorher mit Absicht. Oder? Das ist wie ein Schloss aus 1001 Nacht. Und leuchtet über ganz Wien und erfreut Millionen von Menschen. Die optische Umweltverschmutzung tötet die Seele des Menschen. In einem Ausmaß, die bisher bekannten Umweltschäden bei weitem übersteigt. Denn eine zerstörte Seele ist bei weitem ärger, als wenn jemand wüsste. Und das Gemeine ist, dass man bei diesem Fernheitswerk niemand wüsste. Wäre Spittelau nicht, würden 60.000 Wohnungen Schadstoffe durch die Schornsteine in die Luft geblasen. Also, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich mich wirklich nicht daran orientiert.
das Werk eingetragen. So ist es wirklich ein Meisterwerk, sowohl was das Optische betrifft, wie auch das Technische. Es ist wirklich eine Symbiose geworden von Technik, Ökologie und Kreativität. Hinter der beeindruckenden Fassade des Fernwärmewerks Spittelau verbirgt sich eine Technologie, die über die Grenzen Österreichs hinaus für neue Maßstäbe sorgt. Es sind Anlagen mit internationalem Modellcharakter, wie es Fachleute immer wieder bestätigen. Mit einer Leistung von 460 Megawatt ist die Anlage das größte Fernwärmewerk Österreichs. Mehr als ein Drittel des Wiener Mülls, das sind jährlich rund 250.000 Tonnen, werden in zwei Ölverbrennungslinien thermisch verwertet. Aus dem täglichen Abfall entsteht somit wertvolle Wärmeenergie für tausende Wiener Haushalte. Dieser spektakuläre Industriebau soll ein Mahnmal sein für eine abfallfreie Gesellschaft. Ein Beispiel für die Wiedergewinnung der Menschenwürde in der Architektur. Ein Wahrzeichen für Wien, das Fernwärmewerk Spittelau.